Und es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Jetzt werde ich, denke ich, noch die Peon-Quest machen. Ich bin ja ganz ehrlich, das ist natürlich die nervigste Quest seiner Art. Aber hin und wieder müssen wir sie auch erledigen. Wir hätten jetzt natürlich auch in die Mine gehen können. Habe mich jetzt aber mal ausnahmsweise dagegen entschieden. Wo sind hier die ganzen Viecher, die die Drüsen spawnen? Müssen wir wohl gleich wieder zu den Feuerfeldern, was? Normalerweise finde ich immer zwei, drei Viecher, bevor ich zu den Feuerfeldern komme, aber heute irgendwie nicht. Ja, sehr schön, auch alle noch da. Ich hatte gerade erst noch die Befürchtung, dass, weil wir jetzt ja gerade auf der Insel schon zwei Hordler gesehen haben, die hier die Dailies gemacht haben, dass es vielleicht tatsächlich auch hier jetzt zu Engpässen kommen könnte, weil, ja, gerade diese Feuerfelder sind wirklich sehr beliebt, um diese Teufelsdrüsen einzusammeln. Das ist wohl die effektivste Variante. Wobei man auch sagen muss, es gibt mehrere von diesen Feuerfeldern, aber ich glaube, diese hier hat die höchste Dichte an Teufelssauriern, die dann halt dementsprechend diese Teufelsdrüsen droppen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt diese Saurier sehe, bin ich ein bisschen traurig, dass wir in der Klassikzeit nicht in im Krater von Un'Goro gequestet haben. Eigentlich sehr, sehr schade. Also wenn ich irgendwann nochmal ein neues WoW-Let's Play starten werde, werde ich auf jeden Fall die Questgebiete priorisieren, die ich mit diesem Let's Play hier nicht besucht habe, mit diesem Charakter. Und hoffe dann, dass ich dann dort auch nochmal ein bisschen Variation reinbringen kann. Aber wie gesagt, das ist auch wieder Gerede. Das ist einfach, das ist genauso wie mit der Idee von Skyrim. Also das ist ja so, dass ich Skyrim spielen werde, da ist das genauso weit in Entfernung wie, dass ich, what the fuck, wieso kriege ich denn hier noch Feuerschaden? Alter! Das ist genauso weit in Entfernung wie dass ich nochmal ein neues World of Warcraft Let's Play starten werde, weil wir einfach mit diesem Let's Play hier noch nicht mal ansatzweise fertig sind. Also ich würde sagen, es kommen mit Sicherheit allein, bis wir in Draenor durch sind, noch 200 Parts, ja? Also so schätze ich das jedenfalls ein, und dann ist ja noch nicht Schluss. Dann geht's ja erst richtig los, dann geht's ein bisschen ans Equipen, wobei das mit Sicherheit irgendwann ins Leere laufen wird, aber wie gesagt, immer wenn ich diesen Charakter mal wirklich spielen werde, mache ich die Garnisonsmission oder weiß der Kuckuck was, dann werde ich auch hier das Let's Play anschmeißen. Dieser Charakter wird wirklich 24/7, Big Brother is watching you, aufgenommen. Das ist mir, wie gesagt, wichtig. Ja, aber jetzt, wo wir gerade auch schon mal wieder auf die Schiene Let's Plays gekommen sind, Internet funktioniert bei mir immer noch nicht richtig, aber das macht an sich nichts, weil es für World of Warcraft und die anderen Let's Plays keine Auswirkungen hat. Es bezieht sich tatsächlich nur auf League of Legends, das heißt, bei League of Legends ist im Moment ein bisschen Sense, ein bisschen Pausezeit angesagt. Ich versuche das demnächst trotzdem mal, ich habe da ein bisschen erhöhten Ping, aber normalerweise kann ich damit noch gut spielen. Und ja, was nach Sacred kommt. Sacred habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, habe ich komplett hochgeladen. Das sind irgendwie noch 14, 15, 10 Parts. Ich habe gar nicht genau den Überblick. Und ja, wenn diese Parts draußen sind, wird irgendwann Gothic 2 starten. Also ich habe mich mittlerweile entschieden, dass Gothic 2 kommen wird. Wie gesagt, ich habe mich gegen Skyrim entschieden, einfach weil Skyrim halt so ein Endless-Projekt ist, alias World of Warcraft, wenn nicht sogar noch schlimmer. Bis man da durch ist, kann man locker 600 Parts in Anspruch nehmen, wahrscheinlich sogar noch weit mehr, weil es gibt ja teilweise auch Quests, die sich zeitlich wiederholen, und ich kenne dieses Quest-System nicht genau. Auf jeden Fall hat es auch so einen gewissen Endlos-Faktor, ne, glaube ich. Und deswegen ist Skyrim
im Moment nicht drin. Versteht mich nicht falsch, ich habe Skyrim richtig viel Bock. Ich würde es gerne let's playen. Aber ich denke, dass ich davor erstmal sowas wie Gothic 2 abarbeiten möchte. Vor allen Dingen, weil gerade Gothic mir sehr, sehr am Herzen liegt. Weil das letzte Mal halt wieder schief gegangen ist. Und das ist bei der Gothic-Reihe halt bei mir so ein leichter Albtraum, ne? Also ich habe so Schwierigkeiten, so ein Gothic-Projekt zu Ende zu bringen. Bin ja sehr froh, dass es mir diesmal gelungen ist, wieder Gothic 1 komplett aufzunehmen, obwohl Gothic 1 mir schon mal gelungen ist, ja? Also, das habe ich damals, glaube ich, auf dem letzten Kanal. Auf Justus Gaming? Habe ich das da nicht auch komplett gespielt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Natürlich bei Gothic wieder sehr viele Bugs, Lags und Spielfehler gehabt, aber auch das wird in Gothic 2 wieder auftauchen, aber nicht so intensiv, da bin ich optimistisch. Und ja, also Gothic 2 wird definitiv kommen, wahrscheinlich Ende diesen Monats. Am Ende meiner Hausarbeiten, an meiner Klausuren, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich mir da schön einen schönen Herbsttag Zeit nehmen und werde dann mal die ersten paar Folgen Gothic aufnehmen und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil Gothic einfach, ja, oft gespielt, oft Let's Played, immer noch nicht abgelutscht. Es ist einfach ein schönes Spiel. Es ist einfach ein schönes Spiel und man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn man es neu spielt, ist es irgendwie eine andere Reise, ist es irgendwie ein neues Abenteuer, obwohl man ja weiß, wo man hingeht, man weiß, wie die Story ausgeht, man weiß, wo das Ganze drauf hinauslaufen wird. Aber es wird trotzdem nicht langweilig. Es ist und bleibt ein Knaller. Also mir persönlich ist es so. Und ich gucke mir auch gerne Gothic 2 Let's Plays an. Das ist auch so ein Phänomen. Schon 100-mal gespielt. Schon mehrmals Let's Played. Und trotzdem gucke ich mir gerne davon Let's Plays an. Es ist einfach mega unterhaltsam. Ja, und dann kommt diese entspannende Musik dazu. Manchmal lasse ich es dann einfach nur im Hintergrund laufen. Spiel selber. World of Warcraft, weiß ich nicht was. Und hör dann demjenigen zu, wie er zu der wunderbaren Musik von Gothic 2 labert. Entspannung. Wenn es dann nicht gerade irgendwie so ein 10-jähriger Knirps ist. Wobei ich das bei Gothic noch nicht so oft erlebt habe. Also, ich glaube noch gar nicht. Also, es sind eher immer so, keine Ahnung, so meine Generation, die Gothic Let's Played. Meistens ist es ja so, dass man da wirklich dann keine Sorge haben muss, dass man dann irgendwie plötzlich ein höheres Kreischen hören muss. Ich finde es doof, dass es immer so eine gewisse Zeitspanne gibt, bevor dieses Hammelfleisch wirkt und dass man dann den Trigger bekommt, also dass man hier zack da oben die Anzeige bekommt. Ich meine, ich habe ihn jetzt schon wieder ein paar Peons gefüttert und dann kommt erst die Anzeige vom letzten Camp. Genauso wie jetzt wieder, ich fütter sie und jetzt zack kommt die Anzeige von dem Camp davor. Das ist halt so eine gewisse Zeitverschiebung. Ach, der Himmel ist auch wieder schön, ne? Erinnert mich wieder an das Timelapse-Video, was ich mal gemacht habe. Hat was. Und diese Meteoriten, die da von oben kommen, die sehen auch ziemlich cool aus. Und die kommen halt auch in so einem bestimmten Zeitduktus. Ja, das sieht man auch erst dann, wenn man es mal sich in erhöhter Geschwindigkeit ansieht. Also die kommen wieder wirklich, die kommen in einer gewissen Zeitabfolge. Das ist hinter alles, hinter allem hier in World of Warcraft, hinter allen Gebieten, hinter allen Spawns hängt ein gewisses System. Wer hätte es gedacht, ja, ist ja letztlich auch alles programmiert. Wobei man ja, glaube ich, mittlerweile auch den Zufall programmieren kann, ich weiß es nicht. Aber das ist alles, das folgt alles ganz speziellen Regeln. Bleib gut drauf. Interessant. Zeit ist Geld. So ein Nethershing-Ei haben wir bleib nicht. Und wie hoch ist jetzt eigentlich unser Ruf? Freundlich.
Ja, nächstes Mal, wenn wir hier sind, sind wir wohlwollend und dann können wir auch schon diese Netherschwingenrennen machen. Ich glaube, mit wohlwollend wurden die freigeschaltet. Und ich glaube, das sind so 6, 7 Rennen, die man machen kann, immer gegen einen besseren Gegner. Und die werden halt tatsächlich auch immer besser. Und der letzte ist echt eine harte Nuss. Und da gibt's dann irgendwann richtig Ruf, ja. Ich glaube, sogar teilweise 1000 Rufpunkte pro gewonnenem Rennen. Da kann man dann wirklich nochmal richtig pushen. Ich möchte jetzt hier wenigstens, jetzt wo ich nochmal in der Garnison bin, nochmal ganz kurz die Missionen abschließen. Erfolg, Erfolg, Misserfolg, Erfolg. Na gut, 3 gewonnen. Ist verloren. Und hier, guck mal, schon wieder 75 Gold bekommen. Das ist schon ziemlich krass. So, ich glaube, die mache ich hier. Das ist eine Rahmenmission. Vielleicht ein bisschen EP. Oh. Hier gibt es auch noch mal ein bisschen EP. Okay, Schilde der Legion erhöht einen Wert um 100. Es ist allerdings nur ein Essen und das ist nicht unendlich. Ja, das ist nicht endlich. Es ist also ein Buff-Food. Das ist nicht ein Stack-Buff-Food, das ist ein Buff-Food. Und damit kannst du deinen Wert dann um 100 erhöhen. Gut, mache ich jetzt trotzdem, aber ja. So krass ist es nicht. Ja, was mache ich jetzt als nächstes, ist die Frage. Ich glaube, wir haben hier noch ein paar Quests, also im Schattenmontal. Für die Allianz. Jedenfalls können wir 2 Quests abgeben. Sprecht mit Dungard. Okay, das ist hier eine Quest, die uns nach Kaladorf führt. Wahrscheinlich wieder eine weitere Gebietsquest. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass man dann von seiner Garnison dann auch tatsächlich in diese anderen Questgegenden geführt wird, ja. Und dass man dann nicht selber dann, keine Ahnung, nach Gorgond oder nach Talador oder nach zu den Spitzen von Arrak aufbrechen muss und dann dort die Quest suchen muss. Also man wird tatsächlich immer knallhart geführt und das ist auch eigentlich ganz gut so. Nicht so wie früher, wo man sich die Quest selber aus der Nase ziehen musste. Und ist sowas wie, ja, das Schicken in eine andere Questgegend gar nicht gab, ja. Also entweder hat man selber gefunden oder man musste wirklich, das ist, habe ich auch schon mal erzählt, aber es ist einfach immer wieder lustig zu erzählen. Du warst im Brachland, hast dann dort meinetwegen bei Crossroads gequestet und wenn du bei Crossroads durch warst, musstest du selber sehen, wo gehst du jetzt als nächstes hin. Dann gab es noch den All-Chat, wo man mit allen Leuten sprechen konnte aus deiner Fraktion und dann hast du gefragt, wo gehe ich hin mit Level 18. Das sind so die typischen Fragen. Die Fragen gibt es heute gar nicht mehr. Die Fragen gibt es nicht mehr. Ich gehe zur Höhle des Dämons voraus. Warum auch? Wir werden ihn dann gemeinsam. Alles wird einem gezeigt. Ist man in einem Gebiet durch, bekommt man eine Folgequest, die einem genau sagt, du musst dort und dorthin. Ja? Das ist ziemlich einfach geworden. War aber damals halt auch echt extrem nervig. Ich habe es, glaube ich, auch schon erzählt mit meinem Krieger. Das ist eine Geschichte, die könnte ich auch 1000-mal erzählen, ja. Dass ich dann irgendwann in Brachland war, dort gequestet habe, Stufe 17 war und nichts mehr machen konnte. Ich war zu low für die Ads im Eschental, konnte die Grenze also nicht überqueren. Und in Brachland hatte ich keine Quests mehr. Was konnte ich tun? Dass es dann natürlich noch 20 Millionen andere Gebiete gibt, wo ich locker hingehen hätte können. Ja, zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein? Westphal zum Beispiel oder Lochmodern. Lochmodern wäre genau richtig für Stufe 18. Ja, das wusste ich halt damals alles nicht. Nur weil man jetzt genau weiß, welche Gebiete man gehen kann, konnte man das natürlich nicht als blutiger Anfänger. Ich meine, das erschlägt einen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es ist für einen Neuling, der mit World of Warcraft anfängt und mit diesen ganzen Add-ons direkt konfrontiert wird, was das für eine krasse Einwirkung auf den sein muss. Ich meine, diese Welt ist einfach endless. Das ist unfassbar. Ich bin außer der kommt in die Add-on-Welten, davor hat er vielleicht 15% von der restlichen von Azeroth gesehen, ja. Es gibt ja allein in Azeroth Gebiete, da kannst du 3-mal bis Stufe 60 leveln. Wahrscheinlich 4-mal, 5-mal. Allein von der puren Größe von World of Warcraft. Das ist einfach unfassbar. Was ist das überhaupt für ein komischer Mondstein? Das ist ja, sieht eher aus wie ein großer Totenkopf. Es wundert mich übrigens tatsächlich, dass wir hier noch Quests haben. Ich dachte eigentlich, warum habe ich denn letztens hier geschrieben, hier Schattenmontal 100% completed. Das ist dann natürlich jetzt falsch. Halleluja. Allsehendes Auge. Sollen wir fangen übrigens.
Jetzt frage ich mich natürlich erstmal, fangen wir das, indem wir es töten? Fangen wir es, indem wir irgendeinen Käfig benutzen, den wir im Inventar haben? Aber da hier steht, da hier nichts davon steht, dass man irgendwas benutzen muss, grill ich ihn jetzt einfach mal. Und da bin ich dann auch nicht so schade, hier meine Volksfähigkeit, meinen Ruf zu den Waffen zu benutzen. Volksfähigkeit ist es ja nicht. Sondern meine Map, meine Gebietsfähigkeit. Ja, einfach nur erledigen und dann kommt hier auch schon der gute Teufelssang. Und übernimmt das Fangen für mich. Ja, ist auf jeden Fall überraschend gewesen, dass wir hier noch Quests haben. Also wahrscheinlich wird es jetzt noch ein paar dauern, bis wir nach Gorgon zurückkehren, liebe Leute. Verzeiht mir das bitte, aber ja, diese Quest hier kann ich jetzt natürlich nicht einfach hier unerledigt lassen. Schließlich möchte ich dann ja meine Aussage mit Schattenmontal und komplett noch wenigstens im Nachhinein verbessern. Obwohl es natürlich wirklich komisch ist. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich wirklich alles erledigt habe. So kann man sich irren. So, da müssen wir wieder hoch, oder? Die Rampe hoch? Ja, ich glaube schon. Gut, liebe Leute, dann werde ich jetzt hier die Quests abgeben. Und dann werde ich den Part auch für heute beenden. Es ist schon spät. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit. Vor allen Dingen mit World of Warcraft. Das wird auf jeden Fall interessant. Das Quest macht Spaß wie nie zuvor. Und mit diesen Worten hören wir uns dann, so ihr wollt, beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao. Möge euch die Sterne leiten.